Wenn das Herz aus dem Takt gerät und Herzrhythmusstörungen oder einzelne Aussetzer des Herzschlags zu Ohnmachtsanfällen, Schwindel und Schwäche führen, wird es Zeit für einen Herzschrittmacher. Dieser funktioniert als unterstützender Taktgeber, indem er leichte Impulse aussendet. Das heißt, er sendet Reizimpulse an das Herz, um die Kontraktionen des Herzmuskels anzuregen. Doch wie läuft das eigentlich ab, wenn ein Herzschrittmacher eingesetzt wird? Die Implantation findet üblicherweise mit einer örtlichen Betäubung statt. Auf eine Vollnarkose kann somit in den meisten Fällen verzichtet werden und der Patient ist bei vollem Bewusstsein. Unterhalb des rechten oder linken Schlüsselbeins wird ein kleiner Hautschnitt gesetzt. Von dort aus werden die Elektroden des Herzschrittmachers durch die Unterschlüsselbeinvene bis ins Herz geschoben und dort mit kleinen Haken verankert. Anschließend werden die Elektroden an den Herzschrittmacher angeschlossen und auf ihre Funktionalität getestet. Erst danach wird der Herzschrittmacher an der Stelle des Hautschnittes im Unterhautgewebe eingesetzt. Am Schluss muss die kleine Wunde dann nur noch vernäht werden. Die gesamte Operation dauert ca. 45 bis 60 Minuten und ist heutzutage ein standardisierter Eingriff.